liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempel, Stanze, Papier. Mein Name ist Ulrike Schott und ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und meine Leidenschaft gehört der Papierstempelei. Ich freue mich heute mal wieder eins meiner Lieblingsdisziplinen zu machen, nämlich das Designer Papierstempeln. Das ist der eine Teil meines Projektes heute und der andere ist dann, dass ich aus dem Designer Papier noch etwas gestalte. Lasst euch überraschen, ich werde euch auch wieder einblenden, die Zeit, ab wann das Projekt beginnt und eben vorher kommt das Designer Papierstempeln. Zum Designer Papierstempeln brauche ich immer mehrere Sets, weil ich meistens etwas kombiniere, was mir gut gefällt. Ich habe mich für den Herbst entschieden und habe mir 3 Produkte aus dem aktuellen Mini- bzw. Jahreskatalog herausgesucht von Stampin' Up! Und zwar, Hauptthema wird der schöne Kranz sein. Hier habt ihr das Produktpaket, heißt auch schöner Kranz. Ich werde das Stempelset jetzt mal benutzen und für unser Projekt brauche ich dann noch ein bisschen Deko. Da gucken wir mal, ob wir eventuell noch einen Kranz daraus benutzen. Und ihr könnt natürlich auch nur die Stanzformen erwerben. Im Produktpaket ist das Ganze mit 10% Preisvorteil. Lohnt sich, es ist ein ganz tolles Set. Das ist der Hauptaugenmerk. Aber ich habe auch noch ein zweites Set hier mit im Boot beim Stempeln, nämlich das aus dem Produktpaket Gorgeous Leaves oder Gorgeous Leaves. Und zwar habe ich mir rausgesucht hier dieses Stempelset. Es heißt genauso wie das Produktpaket. Übrigens, was auch toll ist, was ich aber wahrscheinlich nicht benutze, sind diese Blätter. Da gibt es auch ganz tolle Stanzformen dazu, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Die sind richtig, richtig schön. Und das dritte Stempelset stammt aus dem Jahreshauptkatalog, heißt In meinem Herzen, auf der Seite 74. Ist jetzt erstmal im ersten Blick sicher nicht herbstlich. Ich habe mir da auch nur diese Blätter und diese hier herausgesucht, weil ich finde, die passen ganz hervorragend zu dem, was ich heute machen möchte. Was brauche ich noch? Natürlich passende Herbstfarben. Ich habe mir herausgesucht folgende Farben. Ich habe sie auch mal farblich sortiert. Also fangen wir mal an. Savanne. Ich brauche immer eine Farbe, die so ein bisschen zurückhaltend ist. Da eignen sich die Neutralfarben, die hell ist, um eben zum Beispiel im Hintergrund etwas zu stempeln. Pastelltöne oder eben diese Neutralfarben in hellerer Form wie Savanne oder Sahara-Sand sind da ideal. Also Savanne, Espresso, Terrakotta, Merlotrot, Kürbisgelb, Hummelgelb, Waldmoos und Olivgrün werde ich heute zu meinem Designerpapier kombinieren und ich finde, das ist doch schon Herbst pur. Was ich auch noch brauche, ist einmal ein Stampin' Blend. Den nehme ich mal zum Ausmalen und zwar ist das Wildleder Dunkel. Und natürlich brauche ich noch eine ganze Menge Stempelblöcke und unablässig für das Stempeln, wir haben hier Glassichtstempel, erkennt man, also zumindest bei meinem Hauptset habe ich Glassichtstempel, das hier sind auch Glassichtstempel, das hier sind Gummistempel, aber da brauche ich ja nur den Holzstempel. Und für die Glassichtstempel, ihr kriegt einfach einen besseren Abdruck, wenn ihr diese Stempel- und Perforiermatten nehmt. Ich will ein A4-Papier heute stempeln, deshalb brauche ich 2 davon. Ihr findet es ebenfalls im Jahreshauptkatalog. Die Nummer ist 126199. Wie immer, alle Materialien findet ihr unter dem Video. Wenn ihr auf mehr geht, in der Informationsliste findet ihr Maße, da findet ihr Farben, da findet ihr also alles, was ich so denke, was ich euch an Informationen mitgeben möchte. Und natürlich brauche ich noch ein Grundpapier. Und das Grundpapier für mich im Herbst ist immer oder sehr gerne Vanille pur. Also ich finde Vanille pur, dieser warme Ton, dieses warmweiße, passt einfach perfekt zum Herbst. Ich werde heute mich um diese schönen Kränze kümmern. Aber zuerst möchte ich im Hintergrund meinen Hintergrundstempel nehmen. Das heißt, ich brauche dieses Holzmuster, einen passenden Stempelblock und die Farbe Savanne.
Ich setze mir diesen Hintergrundstempel jetzt mit dem ersten Stempelabdruck drauf. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier von oben nach unten. Schon seht, mache ich das immer so, dass ich auch ja über die Ränder rausgehe. Beim Designerpapierstempel ist es ja so gedacht, dass am Ende der Eindruck entsteht, dass ich das aus einem Stück, großen Stück Papier herausgeschnitten habe. Gerade wenn es so ein Endlosmuster ist. Und jetzt setze ich mir einfach hier noch so hochkant Stempel rein. Die Stempel kann man sich entweder sauber machen, also mit dem Reinigungsprofi. Das mache ich immer, wenn es schnell gehen muss und zwischendurch. Also einfach den Reinigungsprofi befeuchten. Ich lasse den zwischendrin trocknen, weil er fängt doch mit der Zeit dann, wenn man den in einer geschlossenen Box feucht aufbewahrt, das Müffeln an. Also tagsüber, wenn ich das benutze, tue ich ihn da rein. Und am Abend tue ich ihn raus und lasse ihn trocknen. Es ist normalerweise ein großes Stück und ich habe mir den kleinen zurechtgeschnitten, weil so ein ganz großes finde ich unpraktisch. Ich mache das immer lieber kleiner. Kann man einfach mit der Schere auseinanderschneiden. Und wenn der trocken ist, ist er wieder ganz hart. Wenn ich natürlich etwas mehr Pflege möchte, dann brauche ich mein Spray, also mein Stampin' Mist. Und hier diese Schrubbbox, sage ich immer, da kriege ich die Stempel richtig sauber und im Stampin' Mist, in dem Spray, befindet sich eine Pflege und dann kann man auch nochmal speziell eben hier die Stempel ein bisschen pflegen. Als nächstes nehme ich mir nun meinen schönen Kranz und zwar diesen Wirbel hier in der Mitte. Passt euren Stempeln, also die Stempelblöcke immer euren Stempeln an. Je besser der Stempelblock zu dem jeweiligen Stempel passt, umso besser ist auch euer Stempelergebnis. Ich nehme jetzt hier die Farbe Espresso und setze mir hier jetzt über das Papier hinweg diese Kringel und ich schaue auch immer zu, dass ich den Kringel etwas drehe. Wichtig ist, dass zwischen diesen Wirbeln immer genug Platz ist, um eben noch Motive außen herum stempeln zu können. Und auch hier beziehe ich wieder die Ecken mit ein und schaue, dass da sozusagen das Muster fortläuft. Als nächstes nehme ich mir aus dem gleichen Set diese Blätter. Und die Farbe Merlot Rot. Das ist für mich so eine ganz tolle Herbst-Winter-Weihnachtsfarbe. Also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Beziehungsweise, stopp, nicht Merlot Rot, bin ich falsch, sondern Terrakotta. Auch das eine tolle Herbstfarbe. Und jetzt mache ich das, was ich sehr gerne mache. Ich nutze mehrere Stempelabdrücke hintereinander, ohne erneut Farbe aufzunehmen. Achtet, wenn ihr solche Sachen habt, wischt ihr euch das am besten gleich ab. Sonst habt ihr nämlich die Ecken irgendwann hier auf dem Papier an einer Stelle, die ihr die gar nicht haben möchtet. Ich gehe also jetzt hier mit diesem Stempel einfach hier entlang meines Swirls und setze zwei Stempel hintereinander. Erster und zweiter Stempelabdruck, wie ihr seht. Und das mache ich an drei Positionen entlang des Kreises. Das mache ich jetzt an allen.
Ganz wichtig ist, dass ihr eure Stempel nicht wechselt, sondern immer das Motiv wiederholt an den verschiedenen Stellen. Am Anfang würde ich das sowieso machen, dass ihr wirklich versucht, symmetrisch an allen Ecken gleich oder ähnlich zu arbeiten. Ganz gleich geht es nicht immer, aber ähnlich. Das ist schön fürs Auge und für euch auch leichter. Später könnt ihr natürlich davon abweichen, aber wenn ihr beginnt, würde ich mich daran halten, ein Motiv immer an ähnlicher Stelle an den verschiedenen Punkten zu setzen. Wenn ihr sowas habt am Rand, Achtung, der obere Abdruck ist abgestempelt, der untere nicht. Wenn ich also jetzt mal da drauf gehe, gibt es solche Ränder. Deshalb mache ich es oft so, wenn ich so einen Rand erwischt habe, dass ich mir das abstempel komplett und dann erst mit dem zweiten vollständigen Abdruck reingehe. Dann erspare ich mir solche hässlichen Ränder. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass jetzt hier unten zum Beispiel ein weiterer Kreis wäre. Das heißt also, dass dann hier ein weiterer Kringel wäre, wo ich eben nur noch ein Stückchen davon sehe. Das ist also auch eine Möglichkeit hier nochmal, oder ich gehe nochmal hier drüber. Auch hier wäre nochmal ein Kringel hier unten und ein Kranz und dann stelle ich mir eben vor, wie hier eben so ein Stückchen von dem Blattwerk noch zu sehen ist, von dem Kranz darunter. Als nächstes wechsle ich das Stempelset und gehe zu dem Stempelset in meinem Herzen und nehme mir jetzt als allererstes dieses mit den Blättern. Denn auch im Herbst gibt es natürlich grüne Blätter und ich nehme jetzt Olivgrün. Und stempel mir jetzt dieses Blatt genau einmal hier in die Mitte zwischen die terrakottafarbenen Blätter. Das mache ich jetzt einmal von allen meinen Grenzen. Wenn ich jetzt sehe, hier zum Beispiel, hier endet ja schon dieses Blatt und das Grün könnte man jetzt hier noch mit einer Spitze reinsetzen, ne? Weil hier ist ja das auch schon über dem Blatt, das Grün, und deshalb setze ich mir da jetzt noch die Spitze ein. Das kann man machen, das muss man nicht, aber hier oben werde ich das auch tun. In dieser Ecke schaue ich auch, dass ich mir das hier noch mal mit reinsetze, zum Beispiel. Und wo ich es auch machen kann, ist hier an dieser Ecke. Und dann gibt es dazu einen Füllstempel. Den hole ich mir jetzt. Also es gibt jetzt hier dazu den Füllstempel. Und den werde ich mir jetzt ebenfalls mit Olivgrün hier reinsetzen. Und jetzt werde ich hier sogar den zweiten und den dritten Abdruck nehmen. Also, der erste Abdruck zirkeln, dass er genau reingeht. Und der zweite Abdruck und der dritte Abdruck. Den zweiten drehe ich mir so ein Stückchen nach außen, den dritten wieder etwas mehr nach innen.
So, hier habe ich wieder nur den ersten Stempelabdruck. Vermeidet jetzt den zweiten draufzusetzen, sonst habt ihr nämlich hier sowas von der, vom Stempelergebnis. Also lieber nochmal rein, ersten abstempeln, dann kommt der zweite, dann kommt der dritte. Ja, also immer achten, wenn ihr so halbe Stempel habt. Das sieht einfach nicht so schön aus. Auch hier den ersten, den stelle ich mir hier vor, aber ich sehe hier noch den zweiten. Und jetzt muss ich einmal zwei und den dritten. Es geht auch hier darum, so ein bisschen den Hintergrund mitzufüllen durch die weiteren Stempelabdrücke. So, das war's schon mit Olivgrün. Ich bleibe beim gleichen Stempelset und nehme mir jetzt diese beiden Stempel. Dann nehme ich mir als nächstes die Farbe Hummelgelb. Nehme mir die Outline-Stempel und jetzt stempel ich mir hier in der Mitte einfach rein. Mal gucken, wie Platz ist, also ich immer zwischen diese Abstände, entweder ein- oder zweimal. Also ich gehe mal einmal, nur da können wir noch ein zweites Mal reinsetzen, halt immer mit erstem Stempelabdruck. Guckt halt mal, da habe ich jetzt nur für einen Platz und beim anderen habe ich wieder für zwei Platz. Und dann nehme ich den Füllstempel und werde mit dem Gelb das ausfüllen. Gelb gehört doch einfach zum Herbst dazu. Das liebe ich ja am Herbst. Also ich bin ja so ein Herbstkind und von daher, ich liebe diese Farben im Herbst. Als nächstes nehme ich mir wieder aus dem schönen Kranz dieses Blattwerk, was an so einen Ilex so ein bisschen erinnert. Und nehme mir die Farbe Waldmoos. Und setze mir jetzt dieses ungefähr zwischen Rot und Grün in den Kranz. Das sind dann auch zu drei Abdrücke pro Kranz. Als nächstes nehme ich mir dieses Blattwerk, also dieses. Und jetzt kommt Merlot-Rot. So, das setze ich jetzt wieder sozusagen in die Rot-Fraktion. Das heißt, hier einmal in den Kranz. Und was ich gerne noch möchte, raus aus dem Kranz. Im Kranz, raus aus dem Kranz. Im Kranz. Raus aus dem Kranz.
Dann habe ich noch nicht benutzt unser Kürbisgelb. Und dafür haben wir ja so süße, kleine, entzückende Hagebutten da drin. Die finde ich ja ganz nett. Ganz, ganz süß. Und die setze ich mir jetzt auch noch rein. Und zwar da, wo ich Platz habe, zum Beispiel eben immer vor und nach von so einem grünen Blatt, habe ich eben sehr schön Platz. Und da setze ich mir die jetzt rein, auch hier nach außen. Erster, zweiter Stempelabdruck. Und ganz zum Schluss setze ich mir, obwohl ich noch keinen Winterkranz möchte, aber ich finde, es passt auch sehr gut zum Herbst, diese kleinen Zapfen. Da nehme ich mir nochmal Espresso. Und die setze ich mir jetzt dahin, wo diese helleren Zweige von ganz zu Beginn waren. Entweder ein oder zwei. Also ich setze eigentlich gelb, je nachdem wie halt Platz ist. Und damit jetzt diese Tannenzapfen ein bisschen besser auffallen, nehme ich mir jetzt gleich noch den Blend in Wildleder Dunkel und werde mir diese Zapfen einmal ausmalen. Das sieht am Anfang sehr dunkel aus, aber das wird noch ein bisschen heller, wenn der Alkohol abgetrocknet ist. Und ganz zum Schluss, man kann es jetzt schon so lassen, ich möchte mir gern noch so ein paar vom Wind verwehte Herbstblätter reinsetzen. Und da gibt es auch in dem Set Schöner Kranz hier so verschiedene Möglichkeiten, unter anderem so wehende Blätter. Und die setze ich mir jetzt hier nochmal rein. Moment. Einen kleineren. Und zwar nochmal in Gelb, weil Gelb habe ich noch nicht so viel. Und die lasse ich jetzt einfach nochmal in den Zwischenräumen so ein bisschen vor sich hin segeln. Das war's für mich zum Thema Designerpapierstempel. Der erste Part ist fertig. Ich hoffe, euch gefällt dieses herbstliche Motiv und diese Grenze genauso gut wie mir. Das heißt also, ich werde jetzt das Designerpapier nehmen und werde daraus mir jetzt ein Projekt gestalten. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde mir gerne eine Karte oder eine Box machen und ich habe mich für eine Box entschieden. Ich habe ja beim Teamtreffen für Indra Biendels Mann, Indra Biendel ist ja meine Upline von Indras Basteloase, ein kleines Mitbringsel gestaltet. Da haben wir uns drauf abgesprochen. Die Bastelschwestern und ich. Und da habe ich eine Box mitgebracht, weil ich ihm Pralinen verpackt habe. Und ich möchte jetzt auch eine Box, diese Box nochmal gestalten für euch. Es ist eine Box mit einem schrägen Deckel. Ist was Besonderes und möchte genau dieses Designerpapier hier verarbeiten und noch ein bisschen ausdekorieren. So, jetzt kommen wir zu unserer Verpackung, die ich gerne mit dem Designerpapier erstellen möchte, unter anderem. Und ich habe mir jetzt hier ein Gefäß geholt, was sehr groß ist. Das ist ein Duschgel und das möchte ich jetzt gerne in einer Schrägdeckelbox verpacken. Und ich möchte euch zeigen, dass man diese Box nach jeglichem Maß anpassen kann. Also es ist jetzt mal was richtig Großes
Und da werden wir jetzt mit anfangen. Und zwar messe ich mir zunächst den Gegenstand aus, den ich verpacken möchte. Das heißt also, ich brauche als allererstes die Länge von meinem Gegenstand. In dem Fall ist das etwa 14 cm. Also, die Länge habe ich mit 14 cm. Dann brauche ich die Breite des Gegenstands. Das ist in dem Fall der Durchmesser meines Bodens. Das sind 6,5 cm. Und die Höhe ist natürlich dann ebenfalls der Durchmesser, ne? Also auch 6,5 cm. Also ihr messt den Gegenstand aus. Dann brauchen wir das ganz normale Maß einer Box. Das heißt, ich brauche einen in dem Fall rechteckigen Karton. Und die Länge errechnet sich aus folgendem. Ich brauche also jetzt eine Zugabe. Ob ihr jetzt nur einen halben Zentimeter zugebt oder einen ganzen Zentimeter, ist eigentlich egal. Das ist nach eurem Geschmack. Ich gebe jetzt mal einen ganzen Zentimeter dazu. Hohlräume könnte ich immer noch zum Beispiel mit Bonbons oder Ähnlichem füllen. Also ich gebe jetzt hier einen Zentimeter dazu, da einen Zentimeter und hier einen Zentimeter. Das heißt, ich habe eine Breite von 15 cm und wir haben ja bei einer normalen Box immer die Seitenwände und dann nochmal die Seitenwände. Dieses Stück von da bis da sind 15 cm. Dieses Stück sind dann 7,5 cm, immer plus 1, ne? Und hier auch 7,5 cm. Oh, 7,5. Hilfe, vergessen. Das heißt, insgesamt haben wir eine Länge von 30 cm bei dieser Größe. Nach oben habe ich einmal hier eine Breite von 6,5 cm und eben auch nach oben, der Rand ist ja über, Entschuldigung, 7,5 cm, gehört natürlich noch der Rand, der eine Zentimeter Zugabe dazu, 7,5 cm und 7,5 cm. Das heißt, ich habe eine Breite von 22,5 cm. Das ist mein Grundkarton und das ist der Boden von der Schrägdeckelbox. Für den Deckel gebe ich jetzt in diesem Maß jeweils 0,2 cm zu. Das heißt, statt 15 habe ich 15,2 cm und statt 7,5 hier in dem Bereich brauche ich 7,7 cm, sodass sich ein Maß vom Deckel ergibt von 30,2 cm mal 22,7 cm. Also ich habe 2 mm jeweils in Breite und Länge dazu gegeben. Die Höhe bleibt natürlich gleich. Gut, das werde ich mir jetzt zuschneiden. Und wie gesagt, könnt ihr jedes Mal genauso machen und an euren Gegenstand anpassen. Das bedeutet, ich brauche jetzt tatsächlich große Kartons in 30,5 mal 30,5 cm. Ich habe mir den Karton in Espresso und in Merlot Rot ausgesucht. Wenn ihr die großen Kartons sucht, auf der Seite 126 des Jahreshauptkatalogs findet ihr sie und zwar hier. Farbkarton in 12x12 Inch und da gibt es Kombinationen und zwar 20 Bögen je 2 in 10 Farben, einmal für die Farbfamilie Signalfarben, Neutralfarben, Prachtfarben und Pastellfarben. Das seht ihr ja dann auf den Seiten vorher. Hier. Und ich habe mir hier aus diesen Neutralfarben aus der Kollektion eben die beiden vorderen ausgesucht, weil ich finde, die passen sehr schön zu meinem selbstgestempelten Designerpapier. Für den Boden nehme ich das Merlot Rot. Und zwar hatte ich ja für den Boden gesagt, brauche ich ein Maß von 30 cm.
und in der andere, im anderen Maß 22,5 cm. Und jetzt werde ich mir das ringsrum in der Höhe von 7,5 cm falzen. Diesen Karton schneide ich mir jetzt ein. Und zwar möchte ich, dass meine Klebelaschen zur langen Seite gehen. Das heißt, ich nehme mir jetzt mein Papier in diesem Maß und schneide hier von außen bis zur ersten Kreuzung der Falzlinien einmal ein. Und dann schräge ich mir die Klebelasche an. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Anschließend nehme ich mein Falzbein und gehe einfach den Falzlinien nach. Wenn ich das gefalzt habe, dann kann ich mir diese Box bereits zusammenkleben. Das mache ich mit Flüssigkleber, mit dem Tombow. Und zwar auf der Außenseite kommt jetzt hier einfach auf die Klebelaschen Klebemittel. Ich arbeite da gern mit Flüssigkleber, weil ich hier noch ein bisschen schieben kann. Jetzt sieht man da drin die Klebelaschen, aber da werde ich mir nachher noch entweder Designerpapier oder Farbkarton drüber kleben. Da guckt man dann mal. Anschließend nehme ich mir für den Deckel dieses Espressofarbene Papier. Und für den Deckel brauche ich ja jetzt diese 2 mm insgesamt mehr. Das heißt also, ich brauche ein Maß von 30,2 mm. Das reicht gerade noch so. Und brauche eine Breite von 22,7. Und jetzt falze ich wiederum außen bei 7,5 cm einmal ringsum. Jetzt erfolgt der Zuschnitt etwas anders. Und zwar, ich möchte jetzt, dass meine Klebelaschen an die schmalen Seiten gehen. Das heißt, ich werde an einer Seite auf der Falzlinie bis zur Kreuzung der nächsten Falzlinie schneiden. Das mache ich auf dieser Seite ebenso. Und jetzt werde ich mir diese Klebelaschen links und rechts anschrägen. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Dann nehme ich mir mein Schneider- und Falzbrett, knicke mir die mittlere Lasche nach unten. Und diese Laschen haben ja 7,5 cm. Das heißt, die Hälfte sind 3,75. Ich lege mir das jetzt hier mal bei 3,75 an und hier unten auch 3,75. Ja.
Und jetzt kürze ich mir diese Laschen einmal durch. Die habe ich sozusagen halbiert, damit sie mich später beim Zusammenkleben nicht stören. Also lieber einen Millimeter mehr kürzen als zu wenig, dass sie nicht überlappen. Jetzt drehe ich mir aber meinen Farbkarton auf die Seite, dass ich die Bergfalzen sehe. Und jetzt schneide ich mir dieses und dieses Quadrat ebenfalls heraus. Aber so, dass die Falzlinien mit wegkommen. Das mache ich jetzt erstmal auf dieser Seite auch. Und jetzt werde ich mir einmal hier die Länge etwas einkürzen, so 2 mm. Dann stört mich das weniger beim Einkleben. Und ich werde mir zusätzlich hier noch anschrägen. Jetzt haben wir unsere Schnittarbeiten fast erledigt, aber nur fast. Ich ziehe mir jetzt erstmal die Falzlinien nach. So, und jetzt brauche ich die langen Seiten noch abgeschrägt. Sonst wäre es ja keine Schrägdeckelbox. Dazu brauche ich wieder mein Falzbrett. Und ich möchte jetzt hier abschrägen. Dazu klappe ich mir diese Lasche einmal nach innen, damit sie mir nicht im Weg ist und ich sie nicht aus Versehen abschneide. Lege jetzt hier mein Papier so an, dass diese Ecke und diese Ecke in der Falzrinne liegen oder in der Schneiderinne liegen. Klappe mir das zu, kontrolliere nochmal und schneide mir einmal schräg ab. Auf der anderen Seite mache ich das auch, dazu drehe ich mir allerdings meinen Karton. Ich habe das immer noch eingeknickt und mache hier das Gleiche. Diese Ecke und diese Ecke müssen in die Schneiderinne und einmal abgeschnitten. Damit habe ich meine beiden Schrägen für den Deckel. Jetzt kann ich mir den Deckel eigentlich zusammenkleben. Ich tue mir aber leichter, wenn ich erst das Designerpapier jetzt aufklebe. Das heißt, nur mal zur Vorstellung, diese Lasche werde ich mir hier innen reinkleben. In die Box, die sehen wir nicht mehr. Da brauchen wir kein Designerpapier. Und das wird sozusagen dann unser Deckel. Na, dann haben wir diesen schrägen Deckel, der perfekt passt. Das heißt, ich brauche hier an den Schrägen und hier einen entsprechenden bunten Farbkarton. Und da kommt jetzt unser selbstgestempeltes Designerpapier in Aktion. Das heißt, wir haben ja hier ein Maß von 15 cm mal 7,5 cm. Also wenn wir einen etwas breiteren Rand möchten, dann würde man 0,5 cm geringer machen. An beiden Seiten, also insgesamt 1 cm. Ich entscheide mich aber für einen schmäleren Rand, das gefällt mir besser. Das heißt, ich werde 14,5 mal 7 cm nehmen, das ist insgesamt ein halber Zentimeter weniger. Das heißt, ich nehme jetzt mein Designerpapier und werde mir jetzt das abschneiden. Und dann brauche ich noch etwas für die Front. Da bräuchte ich noch 7 mal 7 cm, das reicht gerade so. Da kann man jetzt mal so ein bisschen nach dem Design gucken. Ich hätte gerne auf jeden Fall noch so ein Stück Kranz drauf. 7. Das wird unsere Front. Und den Rest können wir uns aufheben. Vielleicht kann man das noch für eine schöne Karte verwenden. Diese Designerpapiere werde ich jetzt hier auf meinen Deckel aufkleben, natürlich mit Flüssigkleber. Ich beginne also jetzt hier mit der Front. With you, I wanna stay with you. Dann brauche ich noch die Seitenteile. Die muss ich mir jetzt noch mit dem Schneide- und Falzbrett schrägen. Also hier wieder die Ecken in die Schnittlinie. Und bei sowas immer
in der Mitte anfangen. Mal gucken, ausrichten, ob wirklich passt. Und jetzt nach oben und nach unten. Sonst zerstört man sich hier ganz leicht diese Ecken. Das mache ich beim zweiten jetzt auch. Achtet beim Zuschnitt bitte darauf, dass ihr das Designerpapier die Diagonalen richtig setzt. Das heißt, wenn ihr dieses Stück habt in 7 x 14,5 cm, dann müsst ihr einmal die Diagonale in die Richtung setzen und einmal so. Sonst passen euch die Stücke hier nicht. Okay, die kleben wir uns jetzt natürlich auch gleich auf. Dann kleben wir uns die Seiten zusammen. Und dann müssen wir diesen Deckel eigentlich nur noch hier einkleben. Perfekt. Sieht wunderschön aus. Bevor ich mir den aber einklebe, würde ich gerne hier noch meine Seiten verdecken. Und dazu habe ich mir etwas zurechtgemacht. Nämlich, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, um nicht völlig den Rahmen wieder zu sprengen. Ich habe mir nochmal Vanille pur genommen und habe einfach diesen Hintergrundstempel aufgesetzt, wieder in verschiedene Richtungen, einmal so und einmal, also einmal hoch und einmal quer. Und habe mir dann diese kleinen Blätter in den Farben, die ich hier auch benutzt habe, einfach wild drüber gesetzt, sowie dann auch diese Hagebutten. Und ich finde das total süß und das werde ich mir jetzt zurechtschneiden für innen. Die Maße kennen wir ja schon, es sind die gleichen wie außen. Klebe ich mir jetzt hier innen rein, einmal auf den Boden und einmal auf die Seiten. Sieht auch schon ganz entzückend aus mit diesen kleinen Blättern da. Und an die Front, an die eine, werde ich mir das auch noch machen. Das heißt also, ich habe mir da auch einen ganzen Farbkarton gestempelt in A4. Und da schneide ich mir jetzt nochmal 7 x 7 cm. Und das klebe ich mir jetzt an die Front. Die eine Seite lasse ich offen, weil da kommt ja jetzt hier dieses braune Papier vom Deckel rein. Das heißt, ich muss jetzt hier auch Kleber aufbringen. Setze mir das jetzt hier einmal so rein. Drück mir das mal so an, dass das hier alles schön passt. Mach mir das vorsichtig auf, lass das auffallen und drücke mir jetzt dann das so fest. Prüfe nochmal, dass es auch wirklich stimmt, dass es nicht nochmal verrutscht ist. Ja. Passt, sitzt, hat Luft. Jetzt fehlt uns nur noch die Dekoration hier oben drauf. Und da habe ich einiges vorbereitet, nämlich diverse Stanzformen und so weiter. Und da aber ziemlich viel los ist auf unserem Papier, werde ich auf jeden Fall so einen Gruß aufsetzen. Kleiner Gute-Laune-Gruß. Wer wissen möchte, woraus dieser Spruch stammt, der stammt aus diesem Sonnenblumen-Stempelset im aktuellen Jahreshauptkatalog. Und ich werde mir hier so zwei Tannenzapfen nehmen. A, habe ich Zapfen, B, finde ich, Tannenzapfen sind nicht nur Weihnachten, das ist auch schon Herbst. Und da werde ich die mir nehmen. Dieses Etikett sowie die wunderbaren Zapfen findet ihr in dem Produktpaket Christmas Season. Da haben wir einmal wunderbare Stanzformen, da habe ich dieses genommen und eben diese tollen Tannenzapfen auch drin.
Die findet ihr im Mini-Katalog und zwar auf der Seite 16-17. Da haben wir diese malerische Weihnacht und hier oben ist dieses Stempelset und die Stanzformen im Produktpaket heißt es eben Christmas Season und ist dann auch wieder 10% günstiger. Also ein ganz tolles Stempelset und auch tolle Stanzformen. Das werde ich mir jetzt gleich mal hier aufkleben. Und damit es noch ein bisschen glitzert, gibt es natürlich noch Bling Bling. Dazu nehme ich mir die Metallic, runde Akzente in Matt Metallic, so heißen sie, findet ihr ebenfalls im Mini-Katalog im aktuellen. Und die werde ich mir jetzt gleich noch hier aufsetzen. So. So gefällt mir das jetzt und damit ist meine Schrägdeckelverpackung fertig. Wer noch ein bisschen mehr Glitzer möchte, könnte jetzt zum Beispiel die Tannenzapfen noch mit ein bisschen Wink of Stella drüber gehen. Dann glitzern die, als wäre da wie im Herbst so ein bisschen raureif auf den Tannenzapfen. Würde mir auch noch gut gefallen. Gut, also ich verpacke jetzt hier mein kleines Geschenk, mein Duschgel in dieser tollen Schrägdeckelbox. Sie ist stabil, sie ist toll gemacht mit eigenem Designerpapier und ich hoffe, es ist eine Anregung für euch, sowas mal nachzubasteln. Und aus dem Rest vom Designerpapier könnte ich mir jetzt noch eine passende Karte dazu basteln. Dann hättet ihr ein komplettes Set. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!